Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, Part Nummer 30. Ja, im letzten Part haben wir uns wie ein Stück Fleisch gefühlt, also wortwörtlich. Und wurden oben in die Suppe reingeworfen und nachdem die Suppe halt, ich sag mal, fertig war oder der Vogel damit nicht zufrieden war, hat er einfach mal uns hier wieder weggeschleudert. Und jetzt sitzen wir wieder hier mit ein bisschen Käse da und ein bisschen Suppe dort. Und das Level scheint zumindest so weit verändert zu haben, dass wir hier jetzt ein paar extra Sachen machen können hier. Okay. Was möchtest du von mir hier? Achso, das ist eigentlich nicht super schwierig. Ist nämlich Wandsprung gemacht. Ja, das war geschenkt. Das war ja kein Plattforming. Tic-Tac-Turnier 1 im Schlemmerland. So, okay. Haben wir mal soweit das. Vor allem, also wenn man jetzt mal so überlegt, ich glaube noch so drei Streifen, gell? Oder sind es... Ne, sind es zwei Streifen, gell? Ja, zwei Streifen sind es auf jeden Fall noch. Bis zumindest die Odyssey fertig ist. Aber selbst dann muss man sagen, das Game ist halt wirklich riesig. Ich meine, ich bin jetzt schon in Part 30 und habe wirklich... Also wenn ich jetzt 100% im Let's Play gemacht hätte, also wirklich immer jede Welt so weit ab alles gesammelt, bis ich halt... wir haben hier Hammer Feuerbrüder jetzt. Oh, du hast aber auch eine coole Friese hier. Yay, jetzt sind wir endlich wieder richtig hier, Feuer. Und ich sehe auch warum. Okay, alles klar. Dass man halt wirklich locker 50 Parts schaffen könnte hier bei dem Spiel. Gut, das war geschenkt. So, entzünde die beiden Flammen. Ja, das war ja offensichtlich. So, das hinten haben wir ja auch schon gemacht gehabt, genau. Und ab jetzt kann ich gleich mit ihm wieder reingehen, denke ich mal. Ja, das war jetzt, glaube ich, nur dafür gedacht, dass man hier... Dass man hinten das anzündet. Die Explosion hat alles zerstört. Wir kommen in... Was? Wie komme ich denn jetzt zum Platz? Ja, du musst halt ein bisschen warten, bis ich hier fertig bin. Ich muss mal auch mit den Leuten reden hier. Ich renne hier wieder rum. Oh nein! Die Hitze weiterhin, wenn die Hitze weiterhin so stark ist, wird unser Schlemmertopf in dem Nullkommix ruiniert werden. Achso, im Sinne von verbrannt. Ja, das ist nicht gut, ich will auch davon probieren. Wir müssen unbedingt die Temperatur senken, leider kommt jetzt keiner mehr da hoch. Unser Eintopf wird anbrennen. Dann muss ich mal was dafür tun, dagegen tun. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wenn jetzt da der Käse ist, gell? Ist der Käse vielleicht auch entflammbar? Also ist einfach nur vom Gedanken her wegen dem Hammerbruder oder halt... Feuerbruder in dem Sinne. Oh, da hinten ist eine Kanone. Eine Blubkanone, sehe ich gerade. Oh, okay, ich kann Pilze kaputt machen. Einfach so. Oder was auch immer das sein soll. Ich gehe aber erstmal hier hoch. Oder eher gesagt, ja, eigentlich hätte ich erstmal unten durchgehen sollen. Ich glaube, das ist das, wo wir schon mal waren. Oh, okay. Achso, jetzt sind wir hier oben. Okay. Und schon die nächste Challenge hier. Also merkt schon, wenn man sich umguckt, dann wird man wirklich belohnt. Also wirklich belohnt. Nicht einfach nur, oh ja, man läuft jetzt vom Ziel, von Anfang zum Ziel. Was ist daran schwer? Achso, vermutlich, weil die Blöcke runterfallen, gell? Ja, okay. Aber ist auch nicht schwer. So. Wollte ich gerade sagen hier, ja. So, komm her, Cappy. Genug gespielt. Okay. Komm ich da überhaupt hoch so? Ne, da rutsche ich seitlich weg. Hat schon Absicht so gemacht. Komm ich da vielleicht trotzdem rüber? Ja, alles klar. Na ihr? Okay, da hinten sitzt auch noch einer. So, einsam und verlassen. Aber ich gehe mal kurz zu dem hier. Achso, du sitzt nur da, damit man dass man hier rüber geschnippt wird. Okay, alles klar, alles klar. Na gut.
So, braucht euch für irgendwas, ihr Goomba? Eigentlich nicht, gell? Nee. Das nur, wenn man den Mond da hinten kriegt, den man schon hat. Hm. Na gut. Ich guck trotzdem mal ganz kurz. Nicht zu schnell, Mario. Ja, schön ein bisschen Vorsicht genießen. Ja, das ist nur, wenn man hier wieder zurück, da wieder hinkommt. Ja gut, klar, die Level müssen sich ja zumindest so weit verändern, dass man halt die Möglichkeit hat, auch noch hinterher die ganzen Mone zu kriegen, gell? Darf man nicht vergessen. Na gut. So. Vor allem, dass Mario immer so einen Schwung hat, wenn er dabei hier weggeschossen wird. Okay. Na gut, dann gehen wir mal den normalen Weg weiter, wenn ich hier einen Lava-Loop sehe, den ich... Ja. Oder war das... Also ich glaube, es war dafür gedacht, dass man einfach rüberkommt, oder? Schätzungsweise? Dass man da hinten eigentlich hochgeht? Muss ich wieder gucken, dass ich irgendwie wieder runterkomme. Ja gut, dann muss man, glaube ich, dann doch wieder an den Anfang, gell? So. Ja, genau. Wo ist hier der Lava-Blub? Da unten. Aber vorher gucke ich schon mal ganz kurz, ob ich mit ihm hier vielleicht den Käse kaputt machen kann. Einfach nur, damit ich es ausprobiert habe. Das Schöne ist ja, dass die so aufgebaut sind, der springt zwar die ganze Zeit, aber wenn er in der Luft ist, kann man in der Luft auch drücken. Dass man davon nicht verwirrt wird. Nee, okay, das geht nicht. Das geht nicht. Na. Ich bin nur auch wirklich schlecht, hier die Lablups zu treffen. Hier, furchtbar. So, da mal rein hier. Also einfach abfeuern, okay. Ja, ziemlich weit. Flatsch, aber wirklich. Ei, ei. Achtung. Hört ihr auf. Vor allem, wie der Mütze auch wirklich so seitlich dann drauf ist, gell? Das sehe ich jetzt erst. So im Sinne von richtig cool. Warte mal, da oben haben wir auch noch was. Na. Wieso stelle ich mich eigentlich mal so an? Zeig mir das mal, Leute. Warum? Warum nutze ich dieses einfache Feature, was das Spiel hat, mit Cappy weiter nach oben zu springen? Bin ich so verpeilt? Scheinbar ja. Wo ist denn das der andere? Achso, der ist einfach weg. Weiß die Frage, ob ich halt einen Hammerbruder da oben. Einen Feuerbruder da oben brauche. Ja, der hat Angst vor mir. Gibt's hier irgendwas? Oder ist es nur, dass man hier hoch oben rauchen kann? Das ist ja so ein Checkpot-Ding. Hätte er einfach hier drüber laufen können, oder? Über dieses ganze Gemüse hier. Oder oben sind... Warte mal, ist das gewollt, dass da oben die, die ganzen Dosen sind? Das ist bestimmt auch wieder ein Secret, oder? Oder auch nicht. Okay. Tap, 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 da. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Wo? Immer diese Münzrolle. Na. Her damit. Ich bin mal wieder ein bisschen Checkpoint. Dup, 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 dup. Oh, sie sind sogar 5. Spiel eine Runde Checkpot. Das Spiel, das von der Brutzelebene aus ganze Welt erobert hat. 10 Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wär's mit einem Ründchen? Wenn du gewinnst, wirkt dir ein Mond. An deiner Stelle würde ich diese Chance nicht entgehen lassen. Spielen wir? Checkpot kann beginnen. Okay. Nach dem Herz. So. Ich glaube, wenn man es richtig anstellt und sich irgendwie so hinträgt, dann kann man wirklich alle treffen irgendwie. Aber soll man es ausprobieren? Ich probiere es einmal aus.
Man muss aber auch gerade werfen, gell? Ja. Ja, genau. Dass man es jetzt ein bisschen einfacher machen kann. Dass man dann weniger Chance hat zu failen. Ein Mond für dich. Checkpot im Schlemmerland. Okay, also gibt es dann wohl in jeder Welt dann auch noch hier einmal Checkpot. Je nachdem, wie viel man da wegmachen muss. Ich frage mich halt jetzt echt, ob die Dosen hier da oben jetzt irgendwas in Bedeutung haben. Dass man die vielleicht mit einem Zug hier weghauen muss, oder... Ich glaube eigentlich eher nicht, oder? Das ist einfach nur so als Gag, dass man es halt weghauen kann. Ja, einfach nur so Spielerei in dem Sinne. Na, ihr drei? Der Eintopf, der Vogel wird sich holen. Wenn der Eintopf so weiterkommt, wird er ungenießbar. Wir werden unseren Eintopf nie wiedersehen. Naja, mach doch mal hier ein bisschen locker. Manchmal sind die so ein bisschen... Okay, seht schon, da oben ist wohl ein Mond versteckt. Weil wir trotzdem mal kurz hier nach oben gehen. Vielleicht gibt es hier oben auch noch etwas zu finden. Könnten wir doch mal auf die Säulen kommen hier. Das war jetzt... Was habe ich nochmal gesagt hier mit dem... mit dem Sprung hier? Jetzt, oder man muss irgendwie hier alle Dosen finden oder so. Kann natürlich auch irgendwas sein, gell? Würde mich nicht wundern. So, da komme ich nicht hoch. Kann natürlich auch einfach nur Deko sein. So, dann holen wir uns erstmal hier den Shade Spa, den Mond hier drin, genau. Ich meine, hat der geleuchtet, hat man ja gesehen. Na toll, ja. Okay, verstehe. Dafür kann man da hoch. So, her damit. Das soll eine Zutat sein? Ja, vielleicht schmeckt sie mit Mond besonders gut. So. Ja, und der wollte ja, dass wir hier diese besondere Goldene reinwerfen, gell? Ja, wenn eine Goldrübe ist, passiert was ganz Tolles. Ja. Ja, genau. Durch die Frage, gell? Na, lass mal auf den Kürbis da hoch. Gehst auf den Kürbis hoch. Mario. So. Versuchen wir mal ein bisschen mit Plattforming rüber zu kommen, gell? Weil ich möchte es ja wieder gut machen, dafür, dass ich mir im letzten Part so abartig gefailt habe. Meine Güte. So kommt doch keiner mehr auf die Spitze. Der Vogel hat sich unser Fleisch geschnappt. Ja. Das war, dass ich vorher war. Na. Also diese Kanonen sind dann wirklich für eine Abkürzung gedacht. Schätzungsweise. Ja, was heißt Schätzung? Garantiert. Achso, ich kann selber zielen, oder was? Oder... Nee, ich kann... Es wird nur gezeigt, wo ich hingeschossen werde. Okay, alles klar. Das war ein bisschen zu weit. Aber hier ist auch noch eine Kanone. Achso, das schießt mich hin und her, aber ich muss vorher rausspringen, oder was? Ja, okay. Okay, alles klar, alles klar. Es scheint auch drüben zu sein. Auf dem hervorstehenden Felswand. Okay, gibt es überall oder was? Ich frage mich immer noch, wie ich dann zurückkomme. Oder hätte ich da hinten einfach... Wartet mal, ich hätte glaube ich sogar wirklich einfach... Na, bleib mal weg hier. Hier ganz kurz Platz hier, dass ich vielleicht von hier aus einfach hier rüber springen kann. Genau, genau, genau. So. Meiner! Meiner! Geh weg! Ja, das wird vermutlich dann so sein, oder? Ja, okay, so war es gedacht. Nicht, ich mache hier Experimente. Meine Güte. Ja gut, aber es ist interessant, dass es halt mehr als eine gibt. Vielleicht muss ich ja mehrere reinwerfen. Okay, den Mond haben wir zumindest mal.
Weil die andere ist ja auch immer wieder nachgespawnt, deswegen frage ich mich gerade. Goldrübenrezept 2. Okay, wir müssen da, glaube ich, wohl mehrere Rüben reinwerfen. Schätzungsweise. Oder? Wenn du eine Rübe findest, wirf sie einmal rein. Wenn da eine Goldrübe ist, passt was ganz Tolles. Okay, wir müssen ja wohl allgemein Rüben reinwerfen. Okay, ist auch noch eine normale Rübe. Münzen. Okay, also für jede Goldrübe, denke ich mal, wird wohl... Oh, da ist eine Goldrübe. Gut, da hätten wir es sogar ausprobieren können. Wenn wir jetzt wirklich hier 5 Monde mit den Rüben bekommen. Okay, okay, alles klar. Jede Rübe ist ein Mond. Alles klar. Goldrübe Rezept 1. Aha, und das andere war dann nur ein bisschen schwieriger, weil es weit weg war. Okay, alles klar. So ähnlich wie halt mit den Blumentöpfen, die man halt mit einem Samen füttern muss, ist halt das hier auch so aufgebaut. Okay. Okay, okay. Könnte man einen halben Partner damit verbringen, hier Rüben zurückzubringen, gell? So. Alles klar. Aber trotzdem mal gucken hier. Achso, das sind dann normale hier, gell? Okay. Weil normal sind nicht so wichtig, okay. Also scheint es dann 3 Stück zu geben mit der anderen da hinten. Na gut. Juhu. So, ich muss mal kurz gucken, dass ich da vielleicht mal ein bisschen nach oben komme. Weil habe ich nämlich was gesehen. So, alles klar. Weil Münzen werden einem hier nicht ausgehen. Das wird nicht passieren. Okay, was ist das hier für eine Tür? Einfach so eine unscheinbare Tür. Okay, wir sind hier in einem Zellerraum, oder was? Also das war jetzt wirklich hier. Schatztruhe im Gemüse. Das war schon wirklich fast hier, geschenkt. Da, wo ist Mario? Ich glaube, man sollte da aufpassen, nicht, wenn man da irgendwie plötzlich nicht mehr sieht, wo man ist. Aber man, also bei einer Sache kann man sich nicht beschweren beim Spiel, man findet halt immer irgendwo einen Mond. Immer. So, alles klar. Das war ja die Stelle, wo man dann halt mit dem... Ne, was sind die Feuerbrüder? Wo kriege ich hier jetzt nochmal einen anderen, was ist da hinten eigentlich? Ach, ist es Captain Toad? Okay, okay, da hinten ist Captain Toad. Ach ja, Toad, was machst du denn wieder für Sachen? Was machst du denn wieder für Sachen? Na. Das sollst du doch festhalten, Mario. Halte dich einfach fest. Ich glaube, ich spiele irgendwie zu selten Mario Odyssey, dass ich halt wirklich mal gut in die Steuerung reinkomme hier. Weil jedes Mal denke ich mir hier, so schwer kann es doch eigentlich gar nicht sein. Na, ist aber richtig hier. So. Ja gut, keine Ahnung. Weil hier sind ja jetzt noch nur 2... Feuerbrüder. Da werde ich das wohl erstmal nicht machen können. Schätzungsweise. Piranha, was machst du hier? Du warst so vorhin nicht da. Aber wenn wir es mal zu unserem... kein Fleisch mehr hier oben. Er ist im Eintopf. Ja, ja, das ist mir schon klar. Lass mich doch trotzdem hier ein bisschen rumgucken. Also heißt so in dem Sinne, so komme ich nicht hoch. Ich bin gerade die Part schon fast wieder vorbei hier. Was geht denn ab? Na, nein, 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 nein. Aber ich verstehe schon, wie wir das machen sollen hier. Ich hör mal auf, du. Wir müssen halt hier diese Dinge hier bewusst kaputt machen. Lava Blub? Achso, da ist. Die sind hier in der Mitte, okay. Da. Nein! Verdammt! Ich will doch nur die Teile haben! Hör mal auf hier!
Ich glaube, die Lava bleibt nicht mehr lange da, wenn ich nicht aufpasse hier. Na, verdammt. Verdammt. Ja, toll, der eine ist schon mal weg. Okay, alles klar. Ah, vielleicht kriege ich es ja trotzdem irgendwie. Ja, okay, alles klar. Stell ich mich an hier, wegen zwei Münzen hier. Oder zwei Tomaten. Okay, aber dann möchte ich mich vielleicht irgendwo sicher hinstellen. Na, oder auch gar nicht. Oh Gott, ey. Ich will das Spiel 100% spielen. Ich merke davon nichts irgendwie, so wie ich hier am Failen bin. Aber gut. Witzig, vor allem, man hat jetzt gerade ein Leben verloren, gell? Und können sich hier dann ganz einfach wieder die 10 Münzen holen, gell? Also das ist halt auch so eine relative Sache, gell? Aber gut, okay, wir haben trotzdem was geschafft. So ist es ja nicht, gell? Und dann werden wir dann wohl im nächsten Part da endlich mal nach oben gehen. Und dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Super Mario Odyssey sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und nicht zu vergessen, auch immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.